durchknallt. Das war der letzte. Sollte sie erstmal aufhalten. Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen. Legen wir den Stolperdraht neu. Hilf mir mal. Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt. Noch nie so tief wie jetzt. Beim Kampf gegen Monster will ich niemanden anders an meiner Seite. Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel. Egal, was kommt. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu House of Ashes. Meinst du? Ich frag mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben. Der Kram soll ruhig im Staub versinken. Was ist dein Problem? Die Menschen hier wollten keinen Krieg. Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind. Fuck, Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße, Nick, wie oft denn noch? Wir dachten, sie hätte eine Bombe. Es waren nur ihre Einkäufe. Wir haben Mist gebaut. Der Tod des Mädchens macht dir zu schaffen, Kumpel. Ja, verdammt nochmal, tut er! Geht dir das gar nicht nah? Vorhin hast du diesen Hirten erschossen. Den starken Mann zu markieren, wird das nicht wieder gut machen. Wir müssen noch die Ostflanke sichern. Augen auf. Gehen wir. Scheiße. Die Tore haben ganz schön was abgekriegt. Die Dinger kamen hier mit voller Wucht angestürmt. Wer auch immer die Waffe bedient hat, hat sie aufgehalten. Und wurde dann hinterrücks massakriert. Die Biester sind nicht dumm. Es sind Raubtiere. Ich würde wetten, wenn die schon mal hier waren. Kommen sie wieder. Ja, habe ich jetzt wirklich Licht an? Ich glaube, ja, doch, ich bin der Rechte, okay. Was ich noch loswerden wollte, ganz kurz zum Start, mir hängt das immer noch ziemlich, ja, in den Knochen von der letzten Folge. Ich habe alles versucht, um den Typen zu beruhigen. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass mein Vorgesetzter cleverer ist und auch dementsprechend ruhig agiert, gerade wenn er sich auch noch ergibt. Er hat sich ja ergeben, er hat die Waffen hochgehalten. Gut, er hat die Waffe nicht weggetan, aber hochgehalten. Ja, was macht dieser Idiot? Aggressives Rumbrüllen, der andere wird nervös, schießt und tot war er. Hat er irgendwie sich selber zu verschulden, aber ja. Da fragt man sich doch ernsthaft, was das Spiel eigentlich von einem will. Ich meine, man macht doch eigentlich alles richtig und trotzdem macht man es falsch. Kann man hier irgendwie noch was finden? Womit hat sie das nur verdient? Gefehlte Frau. Sie hat sich selbst getötet. Sie hat sich selbst getötet, ja. Oha. Oder sie hat es nur versucht aufzuhalten, das kann natürlich auch sein. Denke, das waren nicht die Kreaturen. Wer dann? Weiß nicht. Buffy? Wer? Behalt's lieber für dich. Ich bleib bei dem Gewehr.
Man weiß nie, wann man einen Pflock brauchen kann, stimmt's? Ja, das denke ich, wird auch besser sein, wenn... Ich könnte mir gut vorstellen, dass es weitergeht, wenn ich mir die Mitte angucke. Ich gucke erstmal hier. Okay, Zettel ist immer gut. Damit sollte es normalerweise nicht weitergehen. Ein schauerliches irgendwas. Okay. Wir haben ein Loch in den Fels gesprengt und ein Tor in eine seltsame Welt darunter entdeckt. Das aus der Öffnung hervordringende phosphoreszierende Licht ließ die gesamte Umgebung unheimlich wirken. Lady Bradshaw bestand darauf, weiter hinabzusteigen. Vielleicht hat Mary recht und Bradshaw wird langsam unvorsichtig und unbeherrscht. Aber ich muss ständig daran denken, was da unten sein könnte. Ich arbeite jetzt mit Crow und Pullman an einer Winde und einem Fahrstuhl, um in den Schacht einzudringen. Welche Geheimnisse mögen dort unten wohl auf uns warten, unberührt von der Welt da oben? Was ist das? Da steht, sie fanden etwas Seltsames. Ach, echt jetzt? Achso, ich schätze, wir müssen da weiter. Ja, dann gucke ich trotzdem. Das sind wieder zwei andere Sachen, ne? Das gibt mir gerade noch mehr Hoffnung darauf, dass sie noch lebt. Und ich hoffe, dass das ein Stolperdraht war, den ich umgehen kann. Und hoffentlich auch werde. Ja. Blutleere Leiche. Zu sein. Er war bestimmt einer der Forscher. Warum ist der dann blutleer? Ja, komm, geh hier vorne an die Stelle. Das ist ein Grab. Wenn ich das jetzt richtig sehe und ich sehe hier quasi nichts, weil es so dunkel ist. Du bist mein Held, Junge. Das war jetzt so richtig cool. In Klammern nicht. So, da hinten, glaube ich, wollte er mit mir rum, ne? Gehen wir mal da gucken. Mehr Schrott. Was hast du da? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Das ist schön. Zylinder. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären. Hat er aber auf jeden Fall mitgenommen. Das ist schon mal gut. Es kann nämlich sein, dass uns das vielleicht noch helfen könnte. Perfekt. Sieht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff. Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Femin wie die Seiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was meinst du? Diese Biester sind echt hinterhältig. Du hast recht. Wir legen den Sprengstoff an der Seite aus. Okay, damit werden sie nicht rechnen. Sag mir bitte, dass sie noch lebt und dass sie durch die Mitte gelaufen ist, weil das konnte ich nämlich nicht sehen. Ich höre dich förmlich nachdenken. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal warnen sollen. Fuck, Mann, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach ja? Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch.
Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um nicht durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesem Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit, Jason. Ich hab sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Ja. Die Dämonen da unten töten dich. Aber die hier drin fressen dich von innen heraus auf. Lass es hinter dir, Mann. Ich mein's ernst. Ah, du blickst also nach vorn. Ja, tu ich. Das tu ich tatsächlich. Ich kenn dich zu gut. Wenn du lügst, sagst du es immer zweimal. Einmal zum Austesten, einmal für den Nachdruck. Niki, komm schon. Ich hatte was mit Rachel. Ist das dein Ernst? Seit 3 Wochen. Schaff. Stell eine Kamera auf, dann Rückzug. Necker. Eric? Eric! Wo bist du? Nick? Jason? Scheiße. Okay. Leckere Umgebung, ja. Das heißt nichts Gutes. Sagen, das ist jetzt aber nicht hinter mir, oder? Antiker Helm, okay. Oh je. Wo ist das jetzt? Ich glaube links rum. Ja, links rum. Da blubbert es irgendwie. Wird ja mal ganz krass hinterhergehen, aber ich glaube, dann ist das ganz schnell zu Ende hier. Ja, das, oder? Nee, das leuchtet nicht ums Eins zusammen. Was zum? Kann ich jetzt raus? Ja. Ich wollte hier eigentlich raus, aber anscheinend komme ich hier nicht raus, oder?
Das sah jetzt nicht gut aus. Ich frage mich nur, was das für komische Viecher sind. Ich meine, ist das für die wie ein Bart oder was? Oder in dem ganzen Blut, denke ich mir mal, soll es sein. Das sieht so rötlich aus. Scheint noch nichts machen. Eieiei. Okay. Speichel. Wir haben den schwarzen Speichel vom Schlund der Kreatur aus dem Kokor gesammelt und in Flaschen gefüllt. Okay. Ich und andere, die eine Substanz rochen, litten danach unter Herzklopfen und Angstzuständen. Manche berichteten von eigenartigen Veränderungen der visuellen Wahrnehmung, wie zum Beispiel andere Farben. Okay. Der Geruch war so überwältigend, dass wir sie nur mit Atemschutzgeräten sammeln konnten. Eine Wirkung ähnlich der von Pilzen? Ich muss doch mal gucken, ist der schon hinter uns oder noch nicht? Ich meine, der ist hinter uns, ganz offensichtlich, aber... Ich denke mal, das wird so programmiert sein, dass selbst wenn ich zurückgehen würde, das erst aktiviert wird, wenn ich jetzt weitergehe. Bin verwirrt. Oh, ich glaube, ich soll weitergehen. Oh, Scheiße. Ja, er ist hinter uns. Oh, oh. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Problem ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt abhauen soll oder ob ich mich dem entgegenstellen soll, aber ich denke mal, dass ich abhauen soll. Eine Leitung nach draußen. Vielleicht geht der Funk noch, dann könnten wir Hilfe rufen. Wäre ein Versuch. Zweifelhaft. Wir wissen nicht mal, ob oben ein funktionierender Sender dranhängt. Aber die Kabel müssen ja irgendwo hinführen. Funktionieren sie noch? Anscheinend sind sie nur verheddert. Auch gut. Wird nicht gern darauf klettern, um sie... Was soll das, Joey? Scheiße, Joey, ich bin's! Yeah!
Wir müssen weiter. Hier ist es nicht sicher. Gar nicht, dass du... Kämpfst? Nee, ich auch nicht. Was war das für ein Ding? Weiß nicht. Was auch immer, es ist nicht allein. Wo warst du? Eins der Dinger hat mich geschnappt und hier runtergezerrt und dann liegen lassen. Fuck. Fuck ist gar kein Ausdruck dafür. Dass ich entkommen bin, war Glück. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich glaube nicht an Glück. Sei dankbar, dass ich hier war. Ich bin dir dankbar. Danke. Semper Fi. Wir müssen raus aus diesem Loch. Also, hier hast du dich versteckt? Hast du eine Waffe? Was machst du? Ich brauch bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Tut sicher weh. Ja. Tut es. Kannst du stillhalten? Gut, dass du hier bist. Naja, schätze, ich bin auch ganz froh. Na, ich wär's nicht. Die Symbole habe ich bei den Hirten gesehen. Die haben wohl schon lange in dem Tal gelebt. Da geht's hoch. Aber das schaffen wir nie. Siehst du doch, klettern wird schwierig. Zusammen schaffen wir's. Dachte mir schon, dass du das sagen wirst. Hab Eric beim Klettern getroffen. Ich kann uns rausbringen.